Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Schwarz. Ich leite die Produktabteilung bei Puma für die Torwarthandschuhe und heute stelle ich euch den Puma One Protect 2 vor. Dieser Handschuh ist auch komplett neu entwickelt. Wie ihr seht, nur noch Latex in dem Bereich, wo wirklich absolut notwendig ist, nämlich in der Punching-Zone, wo man den Ball wegfausten will, weil es eben schön soft ist und maximalen Grip gibt bei allen Wetterkonditionen. Dann haben wir hier im mittleren Bereich, wo man kein Latex braucht, nur noch Textil. Super atmungsaktiv, sehr leichtgewichtig und nimmt wesentlich weniger Wasser auf, wenn es regnet. Dann haben wir hier diesen Spin-Wrap von beiden Seiten, einmal von oben, einmal von unten. Das vergrößert die Fangfläche und den Latex zum Ballkontakt. Dann haben wir hier unten auf der Unterseite die klassische Bandage angenäht, die schön elastisch ist, kann man also sehr bequem einsteigen und dann trotzdem mit dem Latexriegel super verstauen. So, hat man einen wirklich super sicheren Sitz. Man sieht, sitzt wieder hier am Handrücken super komfortabel, super eng, keine Falten, keine unnötigen Nähte. Dann gehen wir kurz auf die Innenhand. Hier haben wir den 4mm Ultimate, wieder in einem klassischen RC-Schnitt, weil es einfach die Fangfläche am meisten vergrößert. Dann in den Schichteln haben wir wieder Mesh verwendet, damit einfach Luft in den Handschuh reinkommt und die Atmungsaktivität erhöht wird. Und dann natürlich ganz klassisch beim Protektionshandschuh haben wir hier die Stäbchen, allerdings nur in diesen vier Fingern und auch nicht über den Reißverschluss zugänglich gemacht, sondern fest eingenäht. Trotzdem super flexibel, wie ihr seht. Und wenn man eben überstreckt, kann man eigentlich nicht weiter als 180 Grad gehen. Und ja, das gibt einfach diesen maximalen Schutz für diese Finger. Das ist der Puma One 2 Protect RC. Kommt auf den Markt am 5. Juli 2019 und wird unter anderem von Bernd Lehner gespielt, der diese Fingerprotektion eben auch in diesen Fingerfinger trägt. Den Puma 2 Protect gibt es auch in einer Guncut-Variante. Da zeige ich euch geschwindige Unterschiede. Oberhand, Einschlupf, alles genau das gleiche. Der große Unterschied ist zum einen der Daumen, der jetzt hier innen genäht ist, einfach weil Guncut enger sitzt. Haben wir auch gesagt, da machen wir den Daumen auch innengenäht, damit er enger sitzt. Und der größte Unterschied ist eben die Fingerkonstruktion, die ihr hier seht. Das ist die klassische Guncut-Variante. Das heißt, die Finger sind, der Latex ist komplett um die Finger herumgeschlagen für die maximale Fangfläche. Und die zwei mittleren Finger sind eben eingenäht durch diese Naht, damit die Fangfläche wirklich maximal groß ist. Und diesen Schnitt spielt zum Beispiel Bernd Leno 1:1.